Gladys, ja, was machen wir? Also, Phineas hat mich geschickt. Er meinte, du könntest mir einen Navigationsschlüssel für Stellar Bay verkaufen. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. Nein. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Okay. 10.000. Sag mir mehr über diese Geschäftsgelegenheit. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Was meinst du damit? Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms. Ich hab keine Skrupel. Lass mal hören. Do you know Edna over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Warum wurde Roseway aufgegeben? Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Vielleicht so eine Art automatisierte Nachricht? Edna didn't seem to think so, and I trust the dear girl's judgment. Well, maybe not in men, but she knows her comms. So, like as not, someone's been down there recently. And if someone set up shop in Roseway, aber was genau willst du jetzt von mir? I'd wager they got something to hide. Wenn sie dort was zu verbergen haben, werden sie dann nicht sofort das Feuer auf mich eröffnen? Quite the opposite, I believe. Nothing terribly secret about gunfire, is there? If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bid for inside information on their competitors. Dann brauche ich aber auch ein Schiff. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Du brauchst also jemanden, der für dich da rumschnüffelt. My goodness, aren't you quick on the uptake? I like that. Naja, so stell du auf, oder nicht? You find yourself responding to a certain distress call, and in so doing find yourself in possession of certain valuable corporate secrets. Well, naja. Then we ought to have a chat over a pot of tea and my famous cookies. Ich bin dabei. Naja, rumschnüffeln tut wir ja eigentlich die ganze Zeit schon. Du kannst dich auf mich verlassen. Law bless your Adams. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Gut, das heißt, wir müssen auf unserem Schiff gucken, aber wir können mit unserem Schiff nicht los, wenn ich es richtig verstanden habe, weil unser Schiff ja momentan gesperrt ist. Aber theoretisch können wir eigentlich in unser Schiff rein und könnten wir theoretisch fliehen? Und wenn ja, würde uns dann jemand hinterherkommen? Das haben wir so bis jetzt noch gar nicht ausprobiert, ne? Weißt du noch was von anderen Jobs? Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's Chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. Das haben wir auch noch. Gut, richtig. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law for fen someone call me a liar. Ich wollte dich noch etwas anderes fragen. What do you want then? My hard-earned wisdom? Was machst du hier? Oh, a little of this, a little of that. I buy and sell items that require discretion to dispose of. Knickknacks. Curios. Aber du verkaufst ja nicht nur Sachen. I also need throw pillows stuffed with the hair of famous tossball players. But that's more of a passion project. I'm not sure that's entirely legal. That's half the reason I make them, my dear.
But that's not what you wanted to talk about, is it, dear? Das heißt, das, was du mir gerade aufgezählt hast, ist ein offizielles Geschäft und das, was wir beide am Laufen haben, ist das inoffizielle Geschäft. Ich verstehe schon. Und mit Keksen? Wer weiß, was sie in diese Kekse reinmacht? Das ist also clevere Frau, die da so über die Brille guckt, ne? So der Bibliothekarinnen-Look. Also, was hat das mit dieser Hitze auf sich? Groundbreakers Radiators. Been neither fine nor dandy for weeks now. Miss Junley's supposed to be getting them fixed, but the board's determined to get in her way. Wie meinst du das? The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, sir. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing. Warum hat der Vorstand die Navigationsschlüssel für Stellar Bay eingezogen? Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. Spannend. Wie kommst du darauf? Those board folk are real prideful-like. Never want you looking behind the curtain, lest you see their derrieres. But old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama, showcasing one board screw-up after another. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. She's our mess. Echt unter Schrotthaufen und wir lieben ihn. Ich glaube, es ist mein Müll und ich liebe ihn. Sind da noch Leute? Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Das Licht in uns allen? Some man hooting and hollering about the light in us all. Also mit dem Typen in Edgewater zusammen tun. He's transmitting from Monarch. But who knows if that's true. Might be true. Might be some new trick from the board. Okay, du hast gemeint, dass die Groundbreaker nicht der Kontrolle des Vorstands untersteht. That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Okay. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss Junley. Junley? Wie meinst du das? The board can't abide a community that won't bend to its will. Okay, da sind wir jetzt wieder bei They've der Frage, always die wir got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, sir. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing. Okay. Okay, das war erstmal alles. Meine Lieben, es gab im Übrigen ein großes Update von diesem Spiel. Und zwar hat dieses Spiel tatsächlich, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, mir fällt es schon auf, aber auch nur, weil ich zum einen auch schon Vergleichsvideos dazu gesehen habe. Unter anderem die Texturen ein bisschen angepasst. Es wirkt ein bisschen lebendiger, ein bisschen professioneller und ihr wisst ja, die Switch, was so die Performance angeht, wissen wir alle und gerade diejenigen, die die Switch als Konsole nicht mögen, versucht natürlich ihr Bestes zu geben, um das Beste aus den Games rauszuholen und da hat man jetzt tatsächlich noch ein bisschen nachgebessert. Und im Übrigen gibt es jetzt auch schon die ersten Cloud-Gaming-basierten Games für die Switch, weil die Switch tatsächlich eine Konsole sein soll, die eigentlich jetzt erstmal geplant ist für ein wenig länger. Was ich persönlich natürlich sehr, sehr gut finde. Aber schauen wir mal, wie das Ganze aussieht, wenn jetzt PlayStation und Xbox neu ins Rennen gehen. So, das am Rande. So, jetzt habe ich dich gehört, was er gesagt hat. Und du? This is a law-abiding establishment. Honest. Etablissement. Okay, also theoretisch kommen wir zum Schiff zurück und wir können uns auch erstmal hier noch ein bisschen umgucken. Dankeschön, Gladys. Wir gucken das nächste Mal. Oh, sind das Minen? Aber wieso? Oder sind das Mac-Dietriche? Wie kam ich jetzt auf Mine? Keine Ahnung, aber warum liegen die hier rum? Im Müll. Okay. Ich habe ein Herz für Müll und sammle Munition aus dem Müll. Tja, okay. Es hätte sein können, dass irgendjemand da
Minen hin. Naja. So, nächstes. Hallo, und wer bist du jetzt? Ephraim Maywood. Now see here, I'm... What was I doing again? Schlucker Sabuddel trinken? Vielleicht schlafen? Mich fragen, was ich in deiner Bude will? Vielleicht, also du hast ja auch einiges Zeugs. Gehst du auch irgendwann mal raus? Nur so als Frage? Du hältst zum Beispiel Waffenteile, die mich interessieren würden. Oh, also... Halskette. Ja, da wäre schon so ein bisschen... Ich bin wieder weg. Einiges, was mich interessieren würde. So, wir gucken jetzt hier hinten und dann laufen wir gleich nach oben. Oh, wobei, hier gibt es auch noch einen unten. Ich weiß noch nicht, ob wir hinkommen. Keine Ahnung. So, wo ist denn die Treppe? Hier. Klettern wir mal nach oben. Aber groß ist es ja nicht, ne? Also viele Leute haben hier nicht irgendwie Platz. In Groundbreaker, oder? Wir haben irgendwas gänzlich noch nicht gefunden. Don't look funny at the crew. Heard they toss folks out the airlock if they don't like your face. Was? Warst du Stress oder was? I hear scary things about Monarch. Mhm. I'm just in port long enough to get another hall contract. Okay. Just passing through. Minding my own business. Oh, ist ja nicht verkehrt. This place has a smell, right? It's not just me. Like mold and old socks. Ja, hast du mal gesehen, wie dreckig das da draußen ist? Kein Wunder, dass hier stinkt. Is any of the news they play here actually true? Keine Ahnung. Du wohnst hier. The air costs money here. Was? Zum Atmen bezahlt? Atemgebühr? Wow. Du, was könnte nach Corona auch kommen? I get strange comms chatter every time I fly by Monarch. What's going on down there? Okay, also erzählt auch davon. You couldn't pay me to visit Monarch. I'd probably get my face eaten off. Got one more hour before the Dockmaster builds. Quatscht, also hat viel zu sagen. How many beers can I down, do you think? Keine Ahnung. I picked up some weird chatter on my way in. Okay, seemed to come alles from klar. Und du Monarch? Hast auch ein paar Sachen drin zu stehen. Ja, es ist kein Wunder, dass ich stink. Guck doch mal, selbst bei euch sieht's scheiße aus. Oh, Rest and Go. Gästeterminal, kostenpflichtige Filme? Hinweis, kostenpflichtige Filme sind nur für Gäste mit Diamant-Abonnement verfügbar. Aber seht euch ruhig unseren Katalog an. Unterhaltsmodule. Ich kann schon wieder nicht richtig lesen. Unterhaltungsmodule können an der Rezeption ausgeliehen werden. Derzeit sind 0 Module auf Lager. Und dann sitzen alle auf Klo und rubbeln sich. Was? Mein, was? Also, heute im großartigen Angebot haben wir mein Freund, der große Möter. Das hört sich auch an wie Pornotitel. Der Mötertöter. So, oder Bananen... Bananenklaps 7? Urschrei der Liebe? Das sind Pornotitel, oder? Bananenklaps 7, Urschrei der Liebe. So, mein Freund, der große Möter. Mein Freund, der große Möter. Ein Riesenmöter, der in einem Labor gezüchtet wurde, bricht aus und richtet zuckersüße Verwüstung an. Eine Familie von Wissenschaftlern begibt sich auf eine wilde Jagd durch das Emerald Vale. Die Feiertage nicht zu Hause verbringen zu können, stellt sich schon bald als Belastungsprobe für die Familie heraus. Aber sie merken, dass wahre Freunde die Monster sind, die man unterwegs kennenlernt. USM 11, Einstufung für Unterhaltung, simuliertes Massaker und Leichenanzahl 11. Ich hätte jetzt auf Porno, also sehr genauso gut Porno. Okay, gut. Bananenklaps 7. Ein Mann, der von Troglos aufgezogen wurde, verlässt den Dschungel seiner Heimat, um einen neuen Dschungel zu erkunden. Keystone. Er kam für den Bananenklaps, blieb aber der Liebe wegen. Kann eine junge Konzernmanagerin diese Kreatur bändigen oder wird sie das Tier in ihr wecken? Entdecke den Tiger in dir. So, Lab-Bewertung für Leidenschaft, Anthropoide und einvernehmliche Bananenklapse. Was sind Bananenklaps? Was ist mit Banane gemeint? Der Schwengel? Von ihm? Oh, willst du mehr in meiner Banane rumspielen? Oh. Okay, lassen wir das. Also gut, das war die kostenpflichtige Serie. Hinweis, kostenpflichtige Filme sind nur für Gäste mit Diamant-Abonnement verfügbar, aber seht euch ruhig unseren Katalog an. Unterhaltungsmodule können an der Rezeption ausgeliehen werden. Derzeit sind 0 Module auf Lager. So, Backen mit Edna, Weltraumkrankenhaus oder Brodericks Brut.
Das hört sich ja alles so spannend an. Also backe mit Edna. Zusammenfassung. In diesem Alt... Pardon. Also, wer hier wohl ins Weltraumkrankenhaus muss, ist ja wohl klar. Das bin wohl ich von der... Na ja. So, okay, gut. Also, wieder ernst. Also, backe mit Edna. In diesem altehrwürdigen Küchenklassiker präsentiert Köchin Edna wertvolle Tipps für Leben, während sie Rezepte aus dem Buch der genehmigten Kuchen backt. Der genehmigten Kuchen? Wie stelle ich mir das vor? Hast du so ein Amt für... Oh, das ist wieder was für uns Deutschen, weil ich so Genehmigungsamt würde sagen, okay, was ist denn in dem Kuchen drin? Das können wir nicht genehmigen. Das passt so nicht bei uns rein. Ist... Nee. Genehmigungspflicht für... Oh. Weißt du, hast du so ersten Arbeitstag in der neuen Firma? Ist das genehmigter Kuchen? Muss man doch gleich erstmal gucken. Also, hier lernt man, wie man in der Küche für Ordnung sorgt, seinem Chefkoch gehorcht, einen feinen Biskuitkuchen zaubert und seinem Sous-Chef gehorcht. Edna ist in ihrer Küche der Boss. Jetzt kann sie das auch in deiner sein. Okay, Weltraumkrankenhaus. In das, wo ich offensichtlich gehöre. Wenn die Wände vom Weltraumkrankenhaus sprechen könnten, würden sie vor Schreck kreischen. Diese Ärzte haben schon alles gesehen. Aufgeschnittene Zero-Gru-Zysten. Extraterrestrische Teratome. In der nächsten Folge, um einen Chem-Dieb das Handwerk zu legen, muss Dr. McGrave zum Serienbrandstifter werden. Außerdem sehr zu empfehlen, Weltraumkrankenhaus in der Nacht. Da wird's richtig spannend. Was? Serie, die Brodericks Brut... Eine ganz gewöhnliche Kolonistenfamilie träumt von größeren. Während Lucia in der Fabrik arbeitet und verarbeitetes Borst in Konserven packt, hackt ihr tollpatschiger Ehemann wilde Ideen aus, ihr eine fette Beförderung zu verschaffen. Wird der liebenswerte Dummkopf je mit dem zufrieden sein, was er hat? Brodericks Brut ist ein Bekenntnis aus dem familiären Lebensstil, weniger ist mehr. So, welches der drei Serien würdet ihr gucken? Ich bin definitiv für Brodericks Brut. Spätestens mit hier der Dummkopf. Es hat so Simpsons-Flair, so hört sich das an. Okay, ja, das ist ja hochgradig spannend. Was liegt hier? Wurfball, irgendwelche Karten liegen hier. Gut, also, ich habe mal mich kurz das Programm eingehackt und mal geguckt, was ihr zur Wahl habt. Ist ja echt scheiße hier bei euch. Da würde ich auch depressiv durch die Welt laufen, ne? Wenn ich das so sagen darf. Und hier ist zu. Warum? Mach es auf. Ich wollte schon sagen. Ist hier jemand da? Wir sind allein. Wir können... komm rein. Los, Pavalti. Los, komm rein. Los doch. Da mache ich die Tür sonst zu. Tja, wenn du nicht reinkommen willst. Also blau heißt, dass jemand drin ist. Also wir jetzt. Wehe, die kommt jetzt hier irgendwie wieder rein. Wenn ich mit dem Clown bin. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ha! Aber dann mach halt die Tür auch zu. Du kennst das doch. Wenn wir klauen, dann muss die Tür zu sein. Ich hab Angst, sonst haben wir mal leer. Dum, 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 dum. Wer die Wohnung verlässt und sie nicht abschließt, der ist selber schuld, schuld, schuld. Weil ich alles haben will, 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 alles haben will und mir auch alles nehmen werd, weil ich's kann. Oh. Da wechsel ich doch gleich die Waffe, auch weil ich's kann. Ach, Freunde. So, pass auf. Ich werde mal ins Tagebuch gucken. Also, Hauptauftrag, freie Passage. Hol dir den Holomantel. Ich will unbedingt diesen Mantel haben, aber... müssten wir tatsächlich mal gucken. Warum jetzt immer bald schon wieder Ebbe ist, weiß ich auch nicht. Sprich mit Udum Bedford. Müssen wir mal gucken, wo wir den Vorstand finden, ne? Und das sind zahlreiche Nebenaufträge. So, Entschuldigung, hässliche Schnitte. Ich weiß, bei mir ist gerade die Stimme so ein bisschen weg und ich weiß nicht, wieso.
So, manchmal ist das so. Also, wir haben jetzt, glaube ich, so ziemlich alles mitgenommen, was geht. Oh, dann gehen wir raus. Und ich würde sagen, lass uns doch mal zum Schiff gucken, ob wir da zumindest raufkommen und Nachrichten hören können. Das würde mich tatsächlich jetzt interessieren. Runde ja. Oh, warte mal, hier ist noch eine Tür. Hier ist noch eine Tür. Oh, die kenne ich doch nicht. Tossball Finals are scheduled to air soon, but a scandal has rocked the league and thrown this game. So, kriegt ihr alles mit, ne? Wenn wir schon mal ein Schloss packen, ne? Rest and Go, haben wir die nicht? Aber, warte mal, Moment, ich hab doch, ich bin noch nicht so tastenmäßig. Warte mal, wir haben doch... Ah, hier mein Arsch, das ist ja echt eine Funktion, die ich hasse. Hatten wir die nicht? Okay, der Notruf. Mardet Wache. Ah, okay. Haben wir also ich war der Meinung, dass wir einmal eine Rest-and-Go-Karte mitgenommen haben. Und zwar... gleich in der ersten Bar. Ich glaube hier. Ich bilde mir das ein, dass wir die hier mitgenommen haben. Das war in so einem Großlager. Also, beziehungsweise... Nein, gar nicht wahr. Das war nicht hier. Ach, ich bin doof. Das war nicht in der Bar. Das war ganz am Anfang. In dem ersten Lager, wo Leute gepennt haben. Ah, ja, ja, ja. Okay, pass auf. Wir wollen ja eh hier hoch. Wir wollen eh hier hoch. Rizzo's Fetcher Vodka. Aftertaste the rainbow. Wir wollen eh hier hoch. So, pass auf. Wenn wir jetzt kontrolliert, wenn wir gefilzt, wir laufen einfach selbstbewusst durch. Hier hinten haben wir nämlich auch noch nicht geguckt. Das... Ah, nee, warte mal. Heben wir uns ein bisschen auf. Ich möchte jetzt erst noch mal gucken. Das war hier hinten. Ja, das war hier hinten. Hier. Genau, hier. Und zwar hier hinten lag das. Hier hinten habe ich doch... gefunden. Da lag es. Und hier haben wir es mitgenommen. Das weiß ich. Wir haben hier was mitgenommen. Oder habe ich doch irgendwas gesagt mit Rest and Go? Ich hab, also, ja, ich könnte... This is Halcyon Dune. We interrupt your regularly scheduled... Gut. Ich könnte schwören, dass wir die mitgenommen haben. Dass ich noch gesagt habe, okay, Schlüsselkarte, Rest and Go. Okay, sieht ja jetzt nicht danach aus. Hm, korrigiert mich. Tja, okay, gut. Also, dann laufen wir jetzt nochmal zu unserem Schiff. Vielleicht sagen die ja auch so von wegen, nee, sie dürfen da nicht rauf. Aber im Endeffekt, es ist ja trotzdem immer noch unser Schiff, ne? Dann sollen sie irgendwie sowas wie eine Wegflugsperre da andüngeln. Keine Wegfahrsperre, eine Wegflugsperre. Aber es sieht schon geil aus, ne? Mit den ganzen Schiffen. Tja, okay, also... Ah, nee, wir kommen hier nicht hin. Ah, verdammt. Hey there, you mind stepping back? This charming little ship's been impounded and I'm afraid I can't let you near it till it's not. Na, echt jetzt?
Kannst du mir dabei helfen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen? I'd surely love to, but that's just not my bailiwick. You'll want to have words with our representative here from the board, Mr. Udall Medford. His office is on the promenade. Also lässt du mich da jetzt nicht hin? Findest du nicht auch, dass es hier drin ziemlich heiß ist? I ain't felt so much as a tepid breeze in weeks. I hope Miss Chief Tennyson gets that fixed soon. Well, it doesn't smell as bad here as Edgewater's graveyard in high summer, so guess I can't complain. Whew. I'm starting to feel like a sissy roast in all this armor. Du tüsten Schweinchen. Finger weg von meinem Schiff. Gosh, I wouldn't dream of it. Not unless I got to, and I don't see any reason why I'd gotta. Do you? She's a good ship, ma'am. Mostly doesn't act up at all. Eben. Happy to hear it. Ich geh dann mal. Have yourself a pleasant day. Nee. Gut, also zu Udom.